Liebe Leute, ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video und ihr werdet euch sicherlich gedacht haben, was hat sich denn der alte Alzheimer da jetzt bei gedacht, selbst geschradelte Musik da vorzutragen und dazu diese merkwürdigen Spielbilder reinzuschneiden. Aber ja, der Witz ist der, ich will euch auf ein Turnier aufmerksam machen, das wir in unserem Discord im Augenblick spielen, nämlich die Oldschool-Doktor-Spiele. Die Kneipen-Magic-Weltmeisterschaft, wie ihr sie in diesem Logo, das ich euch gerade zeige, seht. Das Logo hat entworfen liebe Jan93 in Abstimmung mit einigen unserer Mitspieler und ich finde es absolut witzig und dachte, ja komm, das machen wir, das nehmen wir. Das ist das unser Turnierlogo für das jetzt laufende Turnier und den Namen Oldschool-Doktor-Spiele, den habe ich mir nicht ausgedacht. Den haben die Leute gewählt quasi und ich fand den so cool, dass ich gesagt habe, komm, okay, einverstanden, machen wir das. Kann jeder sich selbst was beidenken, ich finde es super witzig und so soll auch das Turnier gedacht sein als ein ja nicht ganz ernst gemeinte Veranstaltung, nämlich die Weltmeisterschaft derer, die Magic spielen, Oldschool Karten auf den Tisch hauen. Und wie das Ganze jetzt ablaufen soll, das zeige ich euch in der nächsten Folie. Und zwar sehen wir hier den Ablauf und die Regeln des Oldschool-Turniers, organisiert hauptsächlich bei AJ Olsen, dessen Herzenswunsch es war, dass wir ein solches Turnier austragen. Bei den Regeln habe ich ein bisschen mitgespielt, sodass wir jetzt sozusagen ein Turnier-Setup haben. Und in diesem Turnier-Setup haben wir die Teilnehmer unseres Discords, sind insgesamt mittlerweile über 40 Leute, von denen ich glaube 13 am Turnier teilnehmen. Also wir sind zwei Gruppen, A7 glaube ich. Muss ich nochmal gucken, ich habe es nicht genau im Kopf. Zufallsgeneriert, paarweise gegeneinander antreten lassen oder werden sie gegeneinander antreten lassen, sodass dann pro Gruppe jeweils die vier Besten in die Finalrunden kommen. Und jede Paarung spielt Best of 5, das heißt, es gibt maximal 5 Spiele, sodass ein 3-2 sozusagen das längste Ergebnis sein kann. Man kann natürlich auch 3-0 gewinnen oder 3-1 gewinnen, oder beziehungsweise, ja doch, 3-0 oder 3-1 gewinnen, so ist es. Habe ich das jetzt mathematisch richtig? Ist ja auch wurscht. Die Paarungen haben jeweils 2 bis 4 Wochen Zeit, so dass man so in Ruhe einen Monat lang sich einen Termin suchen kann und dann zocken kann und dann beginnt die nächste Paarung einen Monat später, so dass das ganze Turnier etwa ein Jahr dauert, dass keiner Stress hat und dass man das schön online durchführen kann, denn die Leute sind ja über die ganze Republik verteilt und wir spielen, wenn wir uns nicht physisch treffen können, virtuell über Discord oder Spelltable, so dass ihr zuschauen könnt, wenn wir dann die Termine online setzen und dazu einladen, denn Zuschauer sind sehr gern erwünscht. Manchmal werde ich auch, wenn es gut läuft, Partien aufzeichnen und kann die dann auch kommentieren. Nachher zeigen. Es muss mit einem Deck durchgespielt werden. Ihr dürft nicht das Deck wechseln, wenn ihr bei uns mitmacht. Und wie gesagt, es gibt kein Sideboard. Sonst wäre es kein Kneipen Magic. Sonst haben wir ein normales Turnier, wo jeder sideboarden kann. Das ist hier nicht der Fall. Das ist klassisch, wie man es früher gespielt hat. Heute nennen wir das Casual oder Küchentisch, aber kein Mensch hat früher einen Küchentisch gespielt, habe ich viel zu erzählt, sondern in der Kneipe oder auf der Tischtennisplatte oder Schwimmbad und da hat niemand ein Sideboard dabei gehabt. Und deswegen spielen wir so, wie man 1993, 94, 95, 96 halt gespielt hat. Ne? Unter den vielen Leuten, die nicht auf den Turnieren unterwegs waren. Wir beginnen am 15. Oktober, das heißt, letzte Woche ging es los. Die erste Partie waren der liebe Bebop gegen mich und das war ein spannendes Spiel schon, hat viel versprochen und auch viel gehalten. Und ich zeige euch das Ergebnis vielleicht in einem Video nochmal, wenn ich dazu komme. Die Regeln. Wir spielen Classic Oldschool, das ist der Zeitraum 93 bis 94, bedeutet Alpha, Beta, Unlimited, Arabian Nights, Antiquities, Legends, The Dark Fallen Empires und die Reprints davon, keine anderen Sets erlaubt. Heißt auch, wir erlauben Proxys grundsätzlich, solange es sich um Karten im Wert von unter 500 € handelt. Es muss Card Market Preisquelle sein, und zwar 30 Tage Durchschnitt. Heißt, ihr dürft auch teurere Karten spielen, wenn ihr sie nicht besitzt. Ihr dürft sie euch proxen, zum Beispiel indem ihr sie euch auf den Computer legt, auf den Drucker legt, auf den Kopierer legt oder sie nachzeichnet. Kein Problem. Und natürlich dürft ihr auch modernere Reprints von alten Karten nehmen. Wir sind hier kein elitärer Oldschool-Tisch. Mana Burn ist verboten und gebannt sind alle Power 9 und natürlich alle Ente-Cards. Ne? Also das Kartbesitz gewechselt wird, ist nicht erlaubt. Und auch Scheherazade ist verboten. Dann haben wir eine Restricted List, die seht ihr hier. Wheel of Fortune, Time Vault, Maze of Eden, könnt ihr alles lesen. Die sind restricted, das heißt nur ein Exemplar erlaubt und Chaos Orb führt keinen Flächenschaden zu, nur Single Target und es gibt einen London Mulligan. So, das sind die Regeln und jetzt zeige ich euch mal die Decks zu dem Turnier, werden euch sicher gut gefallen. So, los geht's mit Gwendolyn's Curse, das ist das Deck unseres Turnierorganisators AJ Olsen, in dem steckt wahnsinnig viel Liebe drin. Ist ein Deck, das ein bisschen ungewöhnlicher ist, keins, das so mainstreamig ist, sondern ein Deck, das seiner Persönlichkeit, seinen ganzen Überlegungen, seinen Spieltests entspricht, wo er ganz viel Liebe reingesteckt hat. Ist ein Control-Deck, eins, wie ich selbst auch sehr gern spiele. Tolle Kombination aus Removals, seht ihr so zu Plowshares, Terrors, Counterspells, ihr seht Disenchants, dann die Möglichkeit, Kreaturen aus den Friedhöfen zu holen, des Gegners, aber auch den eigenen. Ihr seht hier mit Control Magic die Möglichkeit, Kreaturen zu klauen und dann so ein paar kleinere Kreaturen, die den Gegner aufhalten können, oder The Wisp oder zum Beispiel hier auch diesen Messing Man. Ansonsten habt ihr ein paar ja starke Finisher oben drin, Sarah Engel und den wunderschönen Yuuzhan Chin. Wir haben noch ein bisschen was, Möglichkeiten, Karten zu ziehen, hier vor allem über den Tutor, und wir haben mit Balance die Möglichkeit, auch den Gegner aus dem Spiel zu nehmen, zumindest für eine Zeit lang. Also ein wunderschönes, sehr individuelles, sehr mächtiges, traumhaft schönes Deck, auf dessen Erfolg ich sehr gespannt
bin. Als nächstes haben wir ein ziemlich prototypisches rotes Deck, ein sehr aggressives Deck, das einen Anteil Goblins enthält. Das heißt, das brennt mir alles weg von Jan93, der übrigens auch dieses wunderschöne Logo, habe ich ja schon gesagt, für uns designt hat. Und wir sehen hier eine klassische Mischung aus roten Karten. Wir haben ein bisschen einen Anteil an Kreaturen, die so ganz früh Druck machen können, durch den Goblin King verstärkt werden. Dann haben wir den Ball Lightning zweimal drin, der auch ordentlich Druck macht. Dann haben wir das Rook Egg und der Blood Moon natürlich, der ganz wichtig ist, um den Gegner dann, wenn er keine Standardländer oder wenige Standardländer spielt, quasi aus dem Spiel zu nehmen. Wir haben mit Fork die Möglichkeit, eigene Sprüche zu verdoppeln, gegnerische Sprüche zu kopieren, ja gewissermaßen auch ein Counterspell vom Gegner zu countern. Und wir haben natürlich Fireballs, Incinerates und natürlich den Blitzschlag. Und sehr häufig hier drin, viermal ein bisschen ungewöhnlich für so ein Bild, ist das Gauntlet of Might, das zusätzlich Mana gibt und roten Kreaturen +1/+1. Ich bin sehr gespannt, wie das hier performt, weil ich selbst ein ähnliches Bild spiele und bin auch sehr gespannt, wie das dann wird, wenn wir aufeinandertreffen. Da brennt einem die Hütte. Beim nächsten Deck mit dem genialen Namen Grill and Chill von Lutz von Wicht geht einem so richtig das Herz auf. Ein grünfarbenes Deck, also grün und rot. Wir haben da drin Ball Lightning viermal drin, Curt Ape, der mit zusätzlich grünen Ländern stärker wird. Wir haben Flieger, kleine Flieger drin. Wir haben Kreaturen, die Artefakte beseitigen mit dem Scavenger Folk. Wir haben natürlich klassischerweise einen Riesenwuchs, allerdings nur zweimal drin. Wir können mit Steinhagel Länder beseitigen. Mit Shatter können wir Artefakte beseitigen. Der Blitzschlag und der Fireball können direkt Schaden geben. Dazwischen sind noch ein paar andere coole Karten drin. Sehr coole Karten wie Berserk, die Kreaturenschaden erhöhen. Die Mana Birds und der Nevinerals Disc und relativ gut passen in diesem Deck dann auch die Blutlust, die so ein bisschen rauschartige Situationen bei Kreaturen auslösen, indem sie vorne 4 Schadenspunkte mehr verteilen. Ansonsten sehen wir die bei uns ja viermal erlaubten Strip Mines und Soul Ring. Wunderschönes Deck, das richtig viel Spaß macht zu spielen und sicherlich auch ganz gute Chancen hat, einige Partien richtig souverän zu gewinnen. Gefällt mir sehr schön. Als nächstes das super coole Deck Schwarze Ensign von unserem Nutzer, Zuschauer, Discord-Mitglied Wack Wack. Ein absolut geiles Deck. Richtig, richtig schön. Da sind ein paar absolute Klassiker drin. Zum Kartenabwerfen ist Hymn to Torek und der Hippie drin. Weiterhin haben wir Karten drin, die für Kartenbesitz bestrafen oder fürs Kartenabwerfen bestrafen. Da ist zum Beispiel Underworld Dreams oder fürs Kartenziehen Underworld Dreams drin. Da sind The Wreck drin. Da sind noch so ein paar andere böse Artefakte drin. Seht ihr, wenn ihr darauf schaut. Wir haben dann, weil der ganze Geschmack, Flavor, die Atmosphäre von Schwarz aus der Zeit super eingefangen ist, den Schwarzen Ritter drin, den Meistermeuchler drin. Wir haben Drain Life drin, Animate Dead drin. Wir haben alles, was Schwarz geil macht. Wir haben auch ein Sinkhole drin. Wir haben Demonic Tutor drin. Das ist ein absolut geniales schwarzes Deck, das wahrscheinlich richtig Spaß macht zu spielen. Ob es Spaß macht, dagegen zu spielen, kann ich echt nicht sagen, aber es sieht wunderschön aus, so wie es da liegt. Man möchte es gleich spielen. Ein paar Kleinigkeiten sind noch drin, die besonders sind, etwa die Lähmung. Gefällt mir unheimlich gut. Wir sind sehr gespannt, wie das performen wird, dieses Deck. Ein wunderschönes Deck ist auch Swamp Thing, das Ding aus dem Sumpf von Lutz G. Ich find's total geil. Es ist eine schwarz-weiße Kombination, die ein paar schwarz-weiße Goodies aufweist. Klassisch natürlich mit Balance and Wrath of God, eine Möglichkeit, Dinge zu entfernen. Im Bereich der Kreaturen haben wir ganz vorne die Savannah Lines, die so eine Zeit lang als die beste weiße Kreatur, die beste billige weiße Kreatur galt. Aber vor allem haben wir natürlich hier Brook Wraith und die Lost Soul als schwarze Kreaturen drin, die so typisch für die kleinen schwarzen Kreaturen stehen. Und natürlich Evil Presence, dass man mit Swamp Walk, also mit Sumpftarnung, dem Gegner zusetzen kann. Und dann haben wir noch eine ganze Menge wunderschöne andere Dinge. Removals natürlich, die klassischen, die wir hier sehen mit Swords to Plowshares und Disenchant, aber auch die Möglichkeit, Kreaturen aus dem gegnerischen Friedhof oder dem eigenen wieder zu beleben. Lähmung klassischerweise drin und tolle Artefakte. Ich finde, das ist ein bisschen anders als das, was wir bisher gesehen haben. Deswegen bin ich sehr gespannt drauf und es sollte auch sehr schnell sein, da es mit dem Dark Ritual früh aufs Brett kommen dürfte. Noch ein schwarz-weißes Bild sehen wir hier von Apache. Das Deck heißt die Strafe, dass du mich herausgefordert hast. Und das ist eigentlich ganz ähnlich und doch ganz anders als das Deck, das wir eben gesehen haben. Wir haben natürlich, weil es ähnlich ist, gleiche Farbkombo wie der Disenchant und Swords to Plowshares. Das gehört einfach dazu. Wir haben einen Zorn Gottes drin. Das ist auch ganz wichtig in so einem Deck. Wir haben hier zur Mana-Beschleunigung natürlich den schwarzen Ritus und wir haben die Balance drin. Wir haben aber hier noch einen stärkeren Aspekt auf der Discard-Seite, nämlich mit Hymn to Torek und dem Hippie. Nochmal eine ziemlich böse Möglichkeit, den Gegner zu schaden. Und wir haben mal eine Karte drin, die wir hier noch nicht so oft gesehen haben, nämlich die wunderschöne Landtext, die ich für sehr gut halte, weil man damit extreme Mana-Beschleunigung machen kann. Für weiß und man kann sein Deck nach Karten ausdünnen. Das ist eine ziemlich starke Option. Er hat noch einen Soul Ring drin. Er hat dann ansonsten hier eine hübsche Mischung auch noch an Ländern. Das seht ihr hier mit den Strip Mines, die ja bei uns, wie ich gesagt habe, viermal erlaubt sind. Und als Finisher ist klar der Serra Engel drin. Das ist die Karte, die am Schluss dann das Spiel entscheiden soll. Also ein bisschen controlling und sehr mächtig und klassisch.
Und auch beim nächsten Deck geht mir so richtig das Herz auf. Das Deck Aren't These Creatures Too Small to Win von Minmark LP. Und die rhetorische Frage muss man gleich beantworten mit Nein. Die sind nicht zu klein, um zu gewinnen. Da ist alles drin, was so in Grün Rang und Namen hat. Schön kombiniert mit Schwarz. Und ich finde das wunderschön nostalgisch. So haben wir das damals auch gespielt. Ist jetzt sehr, sehr viel individueller Flair und sehr viel Persönlichkeit von Minmark drin. Gefällt mir unheimlich gut. Wir haben die Killerbienen, wir haben den großen bösen Wurm. Wir haben das Mammut mit seinem Trampelschaden. Wir haben die Script Sprites, wir haben die Lanova-Elfen, wir haben die Elvish Archers, den Dervish, die Black Knights, lauter kleine Kreaturen, die sehr schnell, sehr früh richtig böse Ärger machen und dann mit so Verzauberungen wie Unholy Strength oder auch mit dem Spontanzauber Riesenwuchs direkt Kampfschaden machen. Ich glaube, dieses Deck kann richtig, richtig viel Ärger machen im Turnier, vor allem auch mit den Bienen, die man am Schluss pumpt und damit finishen kann. Ich habe dagegen schon gespielt und sehr alt ausgesehen. Das ist etwas, wie ich es mir auch überlegt hätte zu spielen. Ich habe mich halt für was anderes entschieden, aber ich liebe dieses Deck. Jetzt kommt ein Deck, dagegen habe ich schon gespielt in der ersten Partie und man sieht, dass der Entwickler dieses Decks ein absoluter Kenner ist, denn Artefakte waren in der alten Zeit ja unwahrscheinlich stark. Oldschool ist ein sehr stark artefaktgeprägtes Format und wir sehen hier alles, was Rang und Namen hat, da ist der echte Kenner am Start. Im Vordergrund haben wir Suchi, wir haben den Jotun Soldier, sehr starke Kreaturen, wir haben Triskelion drin, wir haben Tetravus drin und wir haben mit The Abyss noch eine extrem starke und furchtbar teure Karte, Dancing Scimitar ist drin. Ansonsten waren wahnsinnig viele unheimlich schöne und auch synergetische Artefakte mit einem Removal-Anteil verbunden und der Land-Tax, was natürlich das Deck auch sehr, sehr mächtig macht. Und ich habe ehrlich gesagt sehr, sehr hart dagegen kämpfen müssen und habe auch nur deswegen so gut performen können, weil ich erkannt habe, dass er sehr viele Nicht-Standard-Länder drin hat und der Blood Moon ihm dort ziemlichen Schaden zufügen konnte. Ansonsten kann man sich nur schwer gegen dieses Deck wehren. Es produziert auch sehr schnell Mana und es ist unwahrscheinlich nostalgisch, mit wahnsinnig viel Liebe und Auge und Kennerschaft gemacht. Kompliment. Ja, und jetzt kommt ein Deck, gegen das ich schon sehr oft sehr alt ausgesehen habe. Ich habe schon gut und ganz 20 Partien dagegen gespielt und fast die alle verloren. Nicht alle, aber doch ein Großteil davon, sagen wir mal zwei Drittel. Es ist echt brutal stark. Es ist ein Reanimator-Deck mit dem genialen Namen Crab Machine, Reanimator und Crab. Das ist natürlich der Deep Spawn, der da drin ist, der 6-6er aus Fallen Empires, der dich zwingt, Karten in den Friedhof zu legen. Hier in der Kombination traumhaft schön. Du füllst deinen Friedhof zum Beispiel auch mit dem Sindbad und mit anderen kleinen Schweinereien und dann holst du dir die teuren Sachen, das Triskelion oder den Deep Spawn und andere Sachen. Zum Beispiel mit dem Hell's Caretaker oder mit Animate-Deck. Ganz schnell wieder aus dem Friedhof raus, hast noch Copy-Artefakt drin, mit dem kannst du dir die teuren Artefakte kopieren, die da ja auch drin sind und du hast unwahrscheinlich viele Möglichkeiten für sehr, sehr wenig Geld quasi, für sehr wenig Mana, sehr teure, große, böse Kreaturen direkt aufs Brett zu bringen. Und damit sieht man wirklich, wenn man keine Antworten hat, sehr schlecht aus. Gerade Triskelion und Tetravus sind in dem Kontext super schwer zu schlagen und ich bin unwahrscheinlich gespannt, wie der Daniel in dem Turnier performt, denn ich erwarte viel von diesem Deck. Und jetzt kommt wieder ein ganz nostalgisches Deck, so eins, wie ich es mir selbst auch ganz ähnlich gebaut habe. Ein wunderschönes Merfolk-Tribal-Bild von Rabenfeder, die sich auch Frau Hase nennt. Eine ganz, ganz liebe Kollegin hier aus dem Discord, die auch, glaube ich, als einzige Frau hier bei uns im Turnier mitmacht und die unseren Kanal total bereichert hat bisher schon. Ich finde das Deck wunderschön, es steckt voller Liebe, es sind klassische Merfolk-Kreaturen drin, wie die Vodalian Knights zum Beispiel. Der Merfolk Lord ist natürlich auch drin. Wir haben aber auch ein bisschen mehr drin, außer nur Merfolk, nämlich auch den Serendip Ifrit, der dem Deck ganz viel Punch gibt, ganz viel Power gibt, auch die Möglichkeit gibt, wirklich richtig Druck zu machen. Dann haben wir natürlich noch die Unstable Mutation drin, die die kleinen Kreaturen sehr schnell sehr böse macht und ziemlich verstärkt. Und wir haben natürlich auch mit dem Psionic Blast eine Möglichkeit, richtig Schaden auszuteilen auf den Gegner, auf Kreaturen und andere Dinge. Ein bisschen Counteranteil drin, Phantasmal Terrain ist drin, um die gegnerischen Länder zu verändern und natürlich die Sunken City. Also das ist schon mega, mega schön zusammengebaut und ich freue mich drauf. Ein Deck, das ich selbst fast gespielt hätte, nicht genauso, aber in ähnlicher Form, ist Flying Noob von Gottfried. Und da sieht man auch, dass der eine ganze Menge Selbstironie drin hat, denn er ist selbst kein Oldschool-Spieler und hat sich da jetzt reingefuchst und hat ein wunderschönes Deck gebaut, blau-weiß. Das Grüne ganz rechts oben, was ihr seht, ist der Serendip Ifrit im Fehlprint, ich glaube aus Revised, aber ich habe fast so ein Deck gebaut mit noch ein bisschen mehr blauem und weißem Fliegeranteil. Deswegen halte ich auch dieses Deck, weil ich selbst schon getestet habe in der Art und Weise, für ziemlich stark. Wir haben die Savannah Lions, die einzigen Nicht-Flieger, da haben wir Flying Man drin, wir haben Thunder Spirit drin, wir haben den Serendip Ifrit drin, wir haben Serra Engel drin. Das ist schon eine extrem starke Fliegerarmee. Dann haben wir eine Menge Removal-Möglichkeiten, wie es in diese Decks reingehört. Wir können direkt Schaden austeilen mit dem Psionic Blast. Wir haben Unstable Mutation als eine starke Kreaturenverstärkung und wir haben Counterspells drin. Ich sehe dieses Deck als ziemlich, ziemlich cool an. Ich glaube, es ist eine gute Entscheidung von ihm gewesen, das zu nehmen. Und ein bisschen neidisch bin ich auch, denn ich hätte es gerne in so einer ganz ähnlichen Form mit noch ein paar mehr Fliegern auch gern gespielt. Ich drücke die Daumen, Gottfried. Wunderschönes Deck. So, und da war noch was. Als letzter Spieler kam neu hinzu ASMR Tor.
Ich freue mich total, dass er dabei ist in seinem Deck. Ich vertraue auf Gott. Und ich habe gehofft, es gibt nicht viele dieser Decks. Im Nachhinein bin ich echt froh, es gibt nur ein Mono-Weißes. Denn es gibt nichts, wovor ich so viel Angst habe wie vor Mono-Weiß. Ich hasse gegen Mono-Weiß zu spielen, weil sie so stark sind. Auch in der Zeit, archetypisch, gerade im Oldschool so wichtig waren. Mit Savannah Alliance, mit dem White Knight, mit Crusade, mit Swords to Plowshares, mit dem Serra Engel. Ja, schaut's euch an, Tundra Wölfe, Benelish Hero. Wir haben die Balance drin, wir haben die Landtex drin, wir haben Zorn Gottes drin, wir haben die Pump Knights aus Fallen Empires, Disenchant drin. Das ist einfach mega, mega, mega stark. Army of Allah ist drin. Es ist echt schwer, sich dagegen zu wehren. Und wenn dann noch der Winter Orb draußen ist, puh, also da hat er sich was ausgedacht. Ich glaube, damit kann man sehr, sehr weit kommen in diesem Deck. Ich spiele nicht gern dagegen, ich habe es schon gesagt. Und wie gesagt, die Hoffnung war, es gibt wenige mono-weiße Winnies. Tatsächlich haben wir nur dieses eine im Feld und man kann sich warm anziehen dagegen. Ein super schönes, super traditionelles und klassisches Bild. Kompliment dafür. Ja, und dann kommt noch mein eigenes Deck, Goblin Inferno. Der Name spricht eigentlich für sich selbst. Wir haben eine ganze Menge billiger Goblins, die schnell rauskommen und die durch den Goblin King mit bisschen Glück verstärkt werden, die man allerdings, und das ist der Hauptgrund, schön in die Luft jagen sollte mit der Goblin Grenade. Flankiert werden die Goblins durch Lightning Bolts und Chain Lightnings und allerhand anderer Schweinereien, darunter auch den Kugelblitz Fork, na, wie sich das gehört hat, möglichst viel Schaden austeilen. Wir haben den dreimaligen Blood Moon drin und wir haben noch als Besonderheit vielleicht die Möglichkeit, ein paar Mal Karten zu ziehen. Deswegen habe ich vor allem einmal das Wheel of Fortune drin, da ist Restricted ist nur einmal. Und wir haben noch einmal Winds of Change, die können einem auch noch mal ein paar Karten ziehen. Der Grund, warum ich das Deck und nicht zu meiner ja, beliebtesten Farbe gegriffen habe oder Farbkombo gegriffen habe, weiß und blau war. Ich habe das so in der Form, fast so in der Form damals gespielt und wollte einfach was ganz Nostalgisches spielen, wo ich auch keine Reprints brauche, sondern wo ich die Originalkarten so spielen kann, wie ich sie damals hatte. Es fehlten ja damals im Grunde nur ein paar. Der Blood Moon, den hatte ich nicht dreimal und ich hatte auch Fork nicht. Ich hatte das Wheel of Fortune nicht, aber ansonsten hatte ich die meisten. Gut, Chain Lightings auch nicht alle, aber die meisten hatte ich so auch gespielt, ganz lange und habe viel Spaß dran gehabt. Ja, und deswegen habe ich das genommen und bisher noch nicht bereut. Warten wir es mal ab. Ich bin super gespannt, wie das Turnier läuft. Ja, und das war's jetzt. Das waren alle 13 Decks. Jetzt habt ihr sie gesehen. Das Turnierumfeld liegt quasi vor euch. Ich habe das versucht, jedes Deck sozusagen über eine Minute mal so vorzustellen, damit die alle gleichmäßig vorkommen. Wenn ihr sie in Action sehen wollt, kommt in den Discord und schaut mal, wann die Termine für die Paarungen angesetzt sind. Könnt ihr gerne mal Hallo sagen und reinfragen, wann gespielt wird. Wie gesagt, das erste Spiel ist schon gelaufen zwischen Christoph und mir. Das war Robots from Hell gegen Goblin Inferno und ich habe nur mit Glück, muss man auch so sagen, hier den 3-2 Sieg davongetragen. Der Christoph hätte allein schon, weil sein Deck so viel schöner ist, sage ich mal, was die Kreativität anbetrifft und natürlich auch, weil das viel wertvoller ist, wertiger ist als meine armseligen, brutalen, grobschlächtigen und bösen kleinen Goblins. Der hätte das schon verdient, das auch zu gewinnen. Ich freue mich trotzdem, dass ich jetzt nicht total untergegangen bin und da mithalten konnte und dass meine Goblins da ganz gut gelaufen sind. Es ist so, wie der AJ Olsen gesagt hat, in ein paar vielen Gesprächen, die ich mit ihm geführt habe im Vorfeld zu diesem Turnier. Dieses Turnier lebt von der ganzen Liebe und Leidenschaft der Spieler hier. Es ist kein professionelles Turnierumfeld, wo hier viele Leute spielen, die Oldschool den ganzen Tag ausspielen und das Turnierumfeld perfekt kennen, sondern es sind Spieler zum Teil, die noch nie Oldschool gespielt haben, die ganz neu sind, Leute, die vielleicht gerade erst in einem Jahr Magic spielen oder seit zwei und sich da ein bisschen reingefuchst haben. Genauso dabei wie alte Leute, die schon von früher noch das Spiel kennen. Und wir spielen es eben, manche von uns, nostalgisch, indem wir Decks von früher spielen, andere von uns erfüllen sich Kindheitswünsche, indem sie Decks spielen, die sie damals nicht spielen konnten und jetzt endlich sich leisten können. Wieder andere experimentieren, versuchen ihre Turniererfahrung von heutzutage zu übertragen auf Oldschool-Karten. Wieder andere wollen einfach mal ein Tribal bauen, auf das sie Lust haben. Das sieht man alles wunderschön in diesen Decks, die von so viel Liebe strotzen und so viel Leidenschaft und die wahrscheinlich zu wunderbaren Paarungen führen werden und richtig spektakulären Begegnungen. Ich kann euch nur sagen, ladet euch ein, kommt rein in Discord, schaut mal, wann die Paarungen angesetzt sind. Das ist ja, wie gesagt, jetzt ein ganzes Jahr, wo sich das hinzieht. Schaut zu, wie die das Turnier sich entwickelt und wie es am Ende ausgeht. Es gibt auch schöne Preise zu gewinnen, allerdings leider nur für die Teilnehmer, nicht für die Zuschauer, die noch keine Decks abgegeben haben. Aber so viel sei gesagt, wer jetzt nicht dabei ist, ist gar nicht schlimm. Wir wollen ab jetzt jedes Jahr ein Turnier machen. Und als nächstes haben wir schon überlegt, machen wir vielleicht einen Brawl 1993 bis 1996, also das heißt von Alpha bis Alliances, wo man sich einen schönen Commander aussucht und ein Brawl-Deck bastelt, 60 Karten, jede Karte nur einmal, also wie man es normalerweise ja auch gewöhnt ist bei diesen Singleton-Formaten. Und dann kann man nach wunderschönen Themen sich Decks bauen. Das wäre vielleicht eine Idee für nächstes Mal, nächstes Jahr dann 2022, dauert ja noch ein bisschen, bis jetzt das Turnier ausgetragen ist. Ja, oder vielleicht machen wir mal ein Pauper-Event oder wir machen mal Ice Age
Set constructed. Wer weiß, was noch alles kommt. Wir wollen auf jeden Fall ein paar Prinzipien beibehalten, nämlich die Decks sollen möglichst günstig sein, deswegen sind Reprints erlaubt, deswegen sind Proxys erlaubt. Es soll auch möglich sein, dass man sich seine Decks günstig zusammenkauft, deswegen wäre zum Beispiel ein Pauper-Event oder Ice Age Block constructed oder ein Brawl-Event mit einem schönen Commander, mit einer Legende aus der Zeit, die dann sozusagen mit dem Deck verknüpft wird, das, sagen wir mal, nicht mehr als 50 Euro kosten darf. Das sind alles Ideen, das kann man alles mal machen. Darüber denken wir nach und wer sich da einbringen möchte, wer da selber Formate mitentwickeln möchte, wer da mitspielen möchte, der sehr herzlich auf unserem Discord eingeladen. Jo, jetzt habe ich fast alles zu dem Thema gesagt. Ich versuche auch ab und zu mal eine Partie zu zeigen, wenn wir es schaffen, die gut aufzunehmen, sodass man auch die Karten sieht. Ich möchte auch die Qualität von diesem Video hier entschuldigen. Man muss so oft drüber rendern und so viel drunter texten. Ich bin ja kein ausgebildeter Medienmacher, deswegen, ja, es nimmt mir nicht böse, dass es hier so räudig hergeht. Gilt natürlich auch für meine unflätige Gitarrenmusik am Anfang. Ich mache hier alles selber, von Hand und mit Liebe. Ja, wir sind kein Kanal, der gesponsert, gefördert oder in irgendeiner Art und Weise professionalisiert ist, sondern absolute reine Amateurleidenschaft und Liebe. Seht ihr ja auch, wie das Turnier aufgesetzt ist. Keine Sideboards, Proxys erlaubt, jeder darf mitspielen. Es wird bestimmt schön und ich bin echt gespannt, ob sich hier noch ein paar Leute anschließen. Und mal nebenbei, wer nicht im Turnier dabei ist, jetzt, weil er nur zu spät gekommen ist, der braucht nicht traurig sein. Denn ihr könnt ja auch so spielen. Wir haben unseren Stammtisch, wir haben unsere Oldschool-Runden, wir haben aber unsere Themendecks-Runden. Ihr könnt reinkommen, wenn ihr alte Themendecks habt, sagen wir mal aus Mirrodin oder sonst was und keine Partner findet, wo ihr spielen könnt. Meldet euch, sagt, ich habe alte Themendecks, ich möchte gerne spielen. Und dann findet ihr sofort eine Paarung. Das geht sehr, sehr schnell. Wir sind mittlerweile über 40 Leute, die regelmäßig hier auch spielen. Angefangen hat das mit 3 oder 4. Und es wird wahrscheinlich auch noch weitergehen, denn dieser Discord hat sich jetzt entwickelt als eine Art, ja, sag ich mal, eine Nische für Leute, die so ein bisschen abseits des Mainstreams von Magic spielen. Also nicht den normalen Standardkram, nicht Modern und nicht dauernd Commander, sondern die so ein bisschen was Originelleres machen wollen, die ein paar Themendecks spielen wollen, die günstige Decks spielen wollen, die ab und zu ein bisschen Casual oder wie man sagt, Küchentisch oder bei uns eben Kneipen Magic spielen wollen, die Bock haben auf Oldschool, die was experimentieren wollen mit alten Karten aus den 90ern, aber vielleicht auch mit Pre-Modern Sets und so weiter. Also da seid ihr herzlich willkommen und da freue ich mich total darauf, wenn ihr mitmacht. Und bis dahin verabschiede ich mich jetzt und ja, bin mal gespannt, wie alles läuft. Tschüss.